Guten Morgen, liebe Leute. Heute wieder ein kleines Video. Mal gucken, was der Tag bringt. Also quasi ohne. Das ist ja bei mir immer das Gleiche, ne? Man muss immer sehen, was der Tag bringt und ob das Video auch überhaupt ein spannendes Video wird oder irgendwas brauchbar wird, was man den Leuten überhaupt zeigen kann, möchte. Und zurzeit ist ja gar nichts los. Ich werde den Laden heute nicht öffnen und ich habe beschlossen, dass für die nächsten 2 Wochen jetzt mindestens zuzulassen. Und um das so schnell wie möglich in den Griff zu kriegen mit diesem Virus, damit die sogenannte Normalität wieder einkehren kann. Wie unsere zukünftige Normalität aussieht, das wissen wir alle noch nicht. Na, weil die Normalität, wie wir sie kennen, wird nicht mehr existieren. Deswegen werde ich jetzt heute einen Zettel anmachen, mit auf dem steht: Bleib zu Hause, wir machen mit, etc. Und geschlossen erstmal bis in mindestens 2 Wochen. Und dann müssen wir sehen, weil ich muss dann auch mal wieder Geld verdienen. Das ist eben mein Problem, was ich habe. Ich muss irgendwie Geld verdienen, weil wenn ich kein Geld verdiene, dann sieht es bitter aus. Und deswegen, also wir müssen schauen, wie wir das machen. Und die Leute verdienen ja auch kein Geld. Ich kann allerdings auch den Leuten kein Geld abnehmen. Ich muss wirklich mal sehen, wie ich das mache. Ob ich dann vielleicht so eine Art, wäre eine Idee, eine Art Serviceanbieter, die Räder am Laufen zu erhalten, aber wirklich nur notwendige Reparaturen machen, die dann kostenlos anbieten werde. Allerdings funktioniert sowas nur, wenn auf Spenden Basis sozusagen. Also wenn man wirklich irgendwie, Mensch, das wäre cool, wenn man da irgendwie gefördert wird oder sowas. Weil ansonsten, ich meine, ich kann mir das ja auch nicht leisten, muss halt Material auch kaufen. Und ich weiß noch nicht mal, ob mein Lieferant überhaupt noch liefert diese Woche. Und irgendwie so ist der Plan, aber so richtig planen kann man das alles nicht. Dann muss man alles sehen, wie es kommt. Es ist ein Graus, weil wenn man rausguckt, eigentlich ist ideales Wetter. Es ist ideal. Es ist so ein schöner Frühling eigentlich. Blauer Himmel, Sonnenschein, ja. Also man, klar, kühl ist es, aber trotzdem, die Leute fangen an, Rad zu fahren normalerweise. Und normalerweise ist das die Saison. Die startet hervorragend und man könnte jetzt schon ein bisschen für den Sommer puffern. Und es ist, wie es ist. Da leiden wir alle drunter. Und vielleicht mache ich das so, dass. Aber jetzt ist erstmal. Jetzt habe ich mir erstmal gesagt, zu, dicht, und wir gucken mal, wie sich das verändert. Ja, ich schneide jetzt das Video von gestern zusammen, auf alle Fälle. Marlies, wenn es Frühstück gibt, musst du Bescheid sagen. Oh Gott, jetzt irgendeine Horrormeldung oder was? Jetzt komm nicht mit irgendeiner Horrormeldung. Oh Mann, ey, will ich nicht. Ist das Blut oder ist das Paprika-Kacke? Aber sie hat gar keine Paprika. Das ist kein Blut. Toll. Unser Brause-Paul erhielt das Toll. Hey! Was hast du denn das schon wieder gefunden? Ein Millilitermaß. Na dann, gehen wir mal lieber frühstücken, bevor hier die nächste Horrormeldung kommt. Ja, Pandemie. Gut, sofort, Mundschutz. Anu kriegt gerade, hat tränende Augen und Lumen hat jetzt in diesem Moment plötzlich Halsschmerzen gekriegt. Aber weißt du, was sie haben? Ich habe schon eine Diagnose gestellt. Okay. Die Schulkrankheit. Ah! Du kannst ja unterrichten mit Spuckschutz hier. Geh mit dir. Für mich? Ja. Bisschen eingestaubt. Muss erstmal voll speicheln, damit der. Du meinst, siehst du? Toll! Kann man drauf malen. Ich bin total. Sieht aus wie so ein Webrahmen. Oh, der ist aber doppelt. Oh, oh. Doppelschuh. Oh, wo sind die Kinder? Es geht ans Schule machen und die kriegen sofort alles. Die große Schulkrankheit.
So. Gottes Willen. Niemals. Toi, 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 das nicht. So, ich habe gerade Zettel angebracht, dass wir jetzt zu haben. Ab jetzt. Erstmal 2 Wochen. Ich hoffe, dann habe ich meine. Das war, ich habe so Masken bestellt und Handschuhe. Und einen Freiwilligen habe ich schon, der würde mir helfen im Laden. Und mit Schutz natürlich alles nur. Dass wir so versuchen können, den Laden wieder aufzumachen, wenn es überhaupt geht. Und dieses Notprogramm laufen zu lassen. Aber 2 Wochen halten wir jetzt erstmal Ruhe. Wir haben jetzt eh noch nicht die Sachen, wenn die überhaupt kommen. Das ist ja auch noch die Sache. Nebenbei mache ich für euch immer noch ein Video hier. Ja, fertig. 2 Wochen jetzt kein Geld verdienen. Fast 3 Wochen schon. Ein Tag war ja nochmal richtig gut und dann am nächsten Tag war. Ja, was ist das? Dann hat die Saison noch gut gestartet, ne? 1 Woche offen, 1 Woche unter Einschränkungen und das war's. Also, wir bleiben zu Hause die nächsten 2 Wochen, halten die Füße still, leben von unseren Konserven sozusagen und von all dem, was wir so haben und versuchen so wenig wie möglich rauszugehen und Kontakt mit fremden anderen Personen zu haben. Heute gehen wir nochmal raus, heute gehen wir tatsächlich nochmal, wollen wir bei dem Wetter, wir müssen, die Kinder müssen raus, die Kinder müssen raus. Heute fahren wir nochmal ins Grüne, aber das heißt eben nicht, rausgehen, klar, wir gehen spazieren mit den Kindern, aber eben nicht hier. Wir gehen nicht hier in irgendeinen Park, wo eben Hunderte teilweise sind in den Parks, sondern wir fahren raus nach Brandenburg und gucken mal, ob wir da ja, durch den Wald wandern. Ganz simpel. Ist auch schön. Also, und ihr seid ja mit dabei. Werdet ihr ja sehen. Ne? Also diesmal nicht mehr die Großstadt, nicht mehr so wie unser letzter Ausflug zum Brandenburger Tor und in den Tiergarten, sondern diesmal die andere Richtung raus, Richtung Brandenburg, Wald. Mal schick. Also. Okay, wir gehen gleich nochmal raus. Dokumente brauchen wir. Nee. Mama, was ist das? Nein. Es ist aber nicht normal. Furchtbar. So, alle Ausweise ist ja wie ein Sperrgebiet. Ich bin noch nie mit so vielen Ausweisen gefahren. Jetzt ist es soweit. Außer ein Urlaub, ja. Dankeschön, mein Schatz. Aber jetzt gehen wir erstmal los. Ja, la, genau, la. La, 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 la. Ja, ja, ja. So, klar. So, Anna. Ja, wir spielen doch. Dann gehen wir mal. Woche April, aber
Na komm, gucken wir mal. Komm. Dann zeig mal eure Blümchen. Ja, da sind die blaue. Ach da, die kleinen. Die meinst du? Na weiter. Du, Nuki, wir haben gesagt, das Kühl. Genau, und jetzt hier hoch. Soll man hier nicht da einfach? Soll man ja auch nicht. Wir wollen ja nur runter. Also das wollte Lumen. So, dann bring dich erstmal runter. Und dann die Mutti. Die Mutti schafft jetzt schon alleine. Sie ist ja jetzt Survival erprobt. Yay. Soll ich den nehmen? Ja, so. Hier, das ist doch der Park, an dem man sich wirklich erholen kann, spazieren kann. Schaut euch das an. Schön. Hier ist es warm. Hier, ich bleibe hier. Ich bleibe hier stehen. Lumen ist schon weg. Lumen, komm zurück! Da, Lumen, da ist auch etwas! Da! Man muss gerade immer ein bisschen Hände aus den Taschen und loslaufen. Nein! Eine. Nö. Wildschweine. Dass die sich sowas trauen, ey. Guck mal, eine Maus. Wo ist denn ein Spatz? Nee, ist ein Spatz. Zwei Vögel. Oh, was ist denn da? Kastanien? Das ist eine Vorstellung, Tiere abzuschießen. Was? Na guck hier, Wildschweine. Wirklich? Ja, Papa gerade gesagt. Kastanien sind für die Rehe oder Hirsche. Hey, Lumen ist schon mal weg. Wo ist sie denn? Da hinten. Sie will da zu diesem Kletterding hin. Da ist sowas aufgebaut, guck. Da ist der Schießstand. Ja, lass liegen, lass liegen. Das ist für die Rehe zum Essen. Lass mal liegen. Brot für die Vögel? Guck mal, von einem Telefonhörer. Die Sprechbuchse. Das brauchst du nicht haben. Hier ist alles wie immer, wa? Ja. Stimmt, da waren wir. So süß. Und so fein jetzt stehen. Alte Frostnase. Wenn ich draus gehe, rein? Nein. Ja, dann bleib draußen. Ich gehe. Tisch und Stuhl stehen da drin. Nur ein Tisch. Ich will die Frau. Nein, nein, lass liegen, bitte. Vielleicht hat die irgendjemand. Skadi, nein. Nein. Wo ist denn der Ball? Der liegt da. Der andere? Okay. Wollen wir Volleyball spielen? Nein! Halt dich gut fest.
endlich läuft sie mal. Na los! Nicht schlecht! Fußball-Nationalmannschaft, würde ich sagen! Wie so ein Lost Place hier, wa? Blumen? Du sitzt auf dem Laternenpfahl. Er wurde einfach so abgesägt, weil er nicht mehr gebraucht wurde. Und dann hat jemand die Lampe kaputt gemacht. Und der ist von 1900, wann? VEB NAVA Leuchtenbau Leipzig DDR. Baujahr steht nicht drauf. Nur der Typ. Das ist ein Kühlschrank. Das ist eine Lampe. Das ist eine Laterne mal gewesen. Du siehst doch, die stand mal, aber die haben sie abgesägt. Das ist der Fall. Warum hängt sie dann der Seite? Na, halt, guck mal, die hängen ja so. Sie ist ja umgefallen und dabei ist sie so zur Seite zurückgedreht. Eigentlich leuchtet sie auf dem Weg. Mich wundert ja, dass noch keiner hier versucht hat, die Dinger hier auszugraben. Mhm. Aluminium pur. Das Stück gehört sich auch an. Ja, ja, ist die Lampe. Komm, wir gehen weiter. Da oben, die, alles was da tief ist, wurde alles rausgebaggert. Oder abgebaut. Und dann wurde es mit Wasser gefüllt. Da war nicht ein Baumstand damals hier. Nicht einer. Ja, das ist jetzt über 30 Jahre her. 35 Jahre. Ein Beagle. Das war total toll. Also ich habe mit meinen Eltern, mit meinem Vater und meiner Mutter da hinten am Waldrand, da haben wir uns eine Höhle gegraben. Und da haben wir immer gesessen. Und dann haben wir, hallo? Ne? Wo ist die denn jetzt? Die ist nicht mehr da. Die haben wir letztes Mal schon gesucht. Wieso hallo? Ist die denn nicht mehr da? Na, ist vorbei. Das ist schon so lange her. Wie gesagt, hier war alles wurde ausgebaggert und da stand nicht ein Baum und dann wurde es irgendwann mit Wasser geflutet und jetzt ist das Wasser auch schon wieder weg mittlerweile. Ja. Zeiten verändern sich, ne? Wie lange hattet ihr denn die Höhle? Ach, die haben wir über 2-3 Jahre haben wir die benutzt. Jedes Wochenende waren wir da. Und dann bin ich immer, das Feld war ja hier angebaut. Und dann bin ich hier, hier war ein Getreidefeld. Und dann bin ich über das Feld hier rüber gerannt und hab mal geguckt, was sie hier bauen. Seidenkätzchen oder so. Weidenkätzchen. Ja, Weidenkätzchen. Ey, nein, wirklich, das ist eine Hummel. Das ist eine Hummel, ja. Komm, wir gehen weiter. Los, schnappt euch den Ball. Jeder seinen Ball. Du den? Schnappt ihr deinen Ball und dann geht's weiter. Ich nehme den Weg hier. Oh, wie gemacht. Man muss schon ein bisschen gucken, wo man langlaufen kann. Hier, guck. Hier. Geschafft. Ja, ist Natur. Aber hier sind richtig schöne blaue Blümchen. Da? Da unten? Auf den Meereskalken.
Guck mal, da. Frühlingsgruß. Tada. Für ein Pflücken. Nein, kein Pfeilchen pflücken wir nicht. Komm, mit. So witzig, hier stand alles voll mit Arbeitsbaracken mal, weil ja hier drüben gebaut wurde, abgebaut wurde. Und guck mal, die ganzen Rest, das sind nur noch so Fragmente. So. Da war hier ein bisschen so von so einem alten Stromtransistor. Bleib hier, bleib hier. Nicht einfach da durchlaufen. Hier laufen wir lang. Guck, da wo frei ist, laufen wir lang. Ihr müsst selber entscheiden, wo ihr runter könnt. Guck mal, hier sieht man noch ein bisschen Haus. Ein bisschen Mauer, was sie hier hochgeschüttet haben. Glas, Porzellan, vielleicht eine Karte. Nee, ist irgendwo da nicht. Glasbausteine. Könnte denken, das wäre aus der Nazi-Zeit und so eine Hinterlassenschaft. Das ist schon so. Wir müssen aufpassen bei den Dorn-Sachen. Komm. Die wollte meine Mütze klauen. Ja, der war auch kalt. Los. Mama. Ein Stück Kanalisation. Das ist ein Stück Kanalisation. Das ist der Rest von dem Rohr. Hier ist ganz schön freie Wiese und hier sind auch ein paar Menschen. Ja, was? Aber hin geht das. Ach, guck mal, da kommt die Pferde. Komm her. Papa, darf ich was zum Trinken? Nein, so schnell geht das nicht. Dann müsst ihr hier Pipi machen. Na! Doch, muss gehen. Nein. Pass auf, dass wir jetzt zu Hause angekommen sind. Ich muss auch. Sind wir lange? Genau, setz dich unterm Baum da und mach Pipi. Ab. Was, aber was will denn jemand zugucken? Ja, ich guck zu. Los, ab. Eine Karte. Ja, Papa wird wieder vollgepackt, der alte Packesel. Darf ich das ja nicht? Ein Schießstand. Das ist ein Schießstand. Da unten ist wieder eine Futterstelle. Oh, kann ich da rein? Ja. Da so unten sind Brennnesseln, also aufpassen. Zu hoch! So ein Quatsch. Ich weiß. Geschafft. Da ist die Futterstelle wieder. So, das zu verstecken. Ja. Wir gehen hier runter. Hier vorne. Da wo alles so abgelaufen ist. Ich dachte gerade, wir machen ein Picknick, weil es fühlt sich irgendwie so an. Hier, da. Da musst du anfangen. Wir haben von einem anderen. Na weiter. Mach hier mal Platz. Ich hab Angst, dass es einbricht wegen mir. Hier, Kletter. Noch hier. Mann, Skadi, du bist ja aber so richtig erklommen, den Baum. Aha. Ah, Nuki. Was ist denn jetzt? Nicht schlecht. Hier. Ach, ja, das ist doch alles das Gleiche. Ich weiß nicht, hier rein. Oh.
Stimmung, ne? Mit. Ich mach dein Licht auf, überall Äste. Oh. Stopp, guck nach vorne. Ja, jetzt. Ja. Ah, pass auf. Oh Mann, der ist tot. Mach's gut. Frische Luft, das brauchen die. Das ist eine Kachel. Das ist was Künstliches. Kommt. Jetzt hier noch mehr Feuersteine. Finde immer noch keine Wolke, Lumen. Na, traumhaftes Wetter heute, ne? Ja, keine einzige Wolke oder kein einziger Wolkenkratzer. Aber es ist voll kalt. Meine Hände sind... Ja, das ist doch hier die Pferdehufe, nicht Pferderufe. Aber meine Hände sind schon leichter zu kalt. Hast du falsch gesagt? Also ich fand jetzt, das war ein schöner Ausflug. Ja. Ne? Und jetzt gehen wir zurück zum Auto. Aber nächstes Mal nehme ich Handschuhe mit Picknick und einer Tüte. Braucht, der kocht sich nicht mehr. Was? Noch schöner. Naja, aber Picknick brauchen wir ja trotzdem. Immer hier. Handschuhe? Ja. Ach so, na wenn nicht. Ja, 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 ja. Hast du dafür deine Jacke? Ja. Das sind so blau. So, da vorne ist unser Alte. Nicht nur unser, da stehen auch viel mehr jetzt. Ne, freilich. Mama, dieses Mal müssen wir aber die Corona. Wenn jetzt Corona nicht da wäre, werden wir jetzt in der Schule. Oder Corona da wäre, also ist der jetzt da. Können wir den Ausflug machen, haben wir auch gemacht. Deswegen ist unser Corona-Dankeschön. Ja, in dem Fall stimmt das mal, aber lieber wäre mir eher wert in der Schule. Würdet natürlich was lernen und ich könnte ein bisschen Geld verdienen, um euch das Lernen zu ermöglichen. Wolfgang, wie geht's hier? Danke, gut. Gut. Ich hab gestern schon noch mir gefragt, oder vorgestern. Wer? Der hübsche Hund. Ja, genau. Die kennst du auch. Ja. Der sagt, ich noch lebe. Ja, ja, ich hab mir gesagt, du lebst noch. Ja, ja, weil ich schon, wir haben ihn nicht so nie gesehen, ich sag, was soll ich da? Ich guck ein bisschen ein. Dann ist Feierabend. Ja, siehst du? Ja, also Wolfgang geht's gut. Das ist doch schön. Ja, wir sind wieder zu Hause. Und? Oh, ist schon alles voll gekrümelt. Ah, jetzt klaue ich mir einfach noch nicht. Dann musst du ja auch einfach mal nur klauen. Hier. Und Luke muss ja eh teilen. Ich weiß, man will aber nicht. Ich kann mich gar nicht vorstellen. Aufstehen. Mhm. Lass es sich lieber sein. Ach, klar, ja oder nein? Das ist ein kleines. Na, die Mülltüte. Diese Anziehungskraft dieser Mülltüte. Nee, ja, nee, nee. Ich glaube, ich hier schon den Mülleimer mitgenommen habe. Und der ist ja noch leckerer. Mhm. Noch gehaltvoller. Da sind auch die leckeren Blätter noch drin von Ona. Wie sie abgerissen hat. Ja, das war unser Ausflug heute auf alle Fälle für euch. Von uns für euch. Haben wir euch mitgenommen. Aufs Feld. Ja, und jetzt? Was passiert jetzt noch? Jetzt ist Feierabend. Abend. Abendbrot ist jetzt und dann gehen wir ins Bett. Also macht's gut, bis dann. Ciao, sagt der Tommy.